Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Art of Murder, Cards of Destiny. Und wir stehen immer noch im Kino des Grauens. Ja, das, dass wir es mal verlassen wollen. Das war ja eine elende Sucherei und ich habe aus der letzten Folge tatsächlich 20 Minuten Rumsuchen rausgeschnitten, ne? Weil ich euch das nicht zumuten wollte, aber wenn ihr es gesehen habt, es wird noch genug rumgesucht in der Folge. Aber das nur so am Rande. So, und jetzt gehen wir mal in unsere... Das Fenster ist zu. Ja, wir haben jetzt hier einen neuen Gegenstand. Es sieht aus wie ein Teil von einem Gerät. Und? Dieses Ticket ist gültig. Und wir haben das Ticket für 19 Uhr. 19.10.09. 6 Dollar. Wieso ist denn das Fenster zu? Weil wir wissen ja von Patty, dass es... Unglücklicherweise hat jemand das Fenster geschlossen. Dass es der einzige Zug ist. Und wieso ist dieses Fenster zu? Unglücklicherweise hat jemand das Fenster geschlossen. Ja, blöd. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hier haben wir ein Tor. Das können wir uns nur angucken, ne? Ein Tor. Die haben den ganzen Müll hier reingebracht. Ja, können wir das Fenster irgendwie aufhebeln oder sowas? Ja, klar. Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Ja, der Gott, ich habe schon gedacht, wir klettern jetzt wieder in die Damentoilette, schwatzen vielleicht noch ein bisschen mit Patty, ne? Weil sie wollte ja auch diesen Zug nehmen, ne? Und vielleicht hätten wir uns vorher noch einen hinter die Binde gegossen. Ja, aber das Spiel sieht es irgendwie anders vor. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, irgendwo muss doch... Ich meine, hier gibt es den Ausgang, aber irgendwo muss doch auch einen Eingang geben, oder? Aber den... Den gibt es wahrscheinlich nur in der Theorie, ne? Diesen Eingang. Was ist denn jetzt mit dem Kinoausgang? Der war ja verrammelt irgendwie. Die Tür ist blockiert. Tja. Hilft uns da dieses Metallstück irgendwie weiter? Es sieht aus wie ein Teil von einem Gerät. Tja. Ich habe ja gedacht, das ist für... den Gullideckel anzuheben, aber... Aha. Ach, das haben wir jetzt da irgendwie eingebaut, oder was? Ist das der Hebel? Um die zu entriegeln. Ja, genau, den Ausgang kennen wir ja schon. Und siehe da, wir sind an der Bahnstation und da steht ein Auto auf den Gleisen im Bahnübergang. Praktischerweise kommt ein Zug. In der Schule habe ich gelernt, dass man sich allein mit der Kraft des Anlasses aus so einer Situation befreien kann. Dieser Mann hatte keine Chance. Aber wie konnte das passieren? Naja, wenn er schnell genug ausgestiegen wäre, wäre er rausgekommen. Also keine Chance. Ist relativ, ne? Ist das Patty?
Ja, das ist Patty. Polizeibeamter. Ja, jetzt sind wir unter den Kollegen, ne? In der, was heißt Kollegen, die sind nicht vom FBI, aber in der Ermittlung sind wir jetzt drin. Aha. Da haben wir Motive, das Auto, Kiste des Technikers, ein Betonstück. Den Polizisten? Ja, das ist erstmal alles. Ja, können wir da FBI, doch, der FBI, wieso taucht denn jetzt das FBI auf? Das ist ja erstmal ein normaler Verkehrsunfall, oder? Ich schaue mich erstmal um, bevor ich anfange mit den Leuten zu schwaddeln. Das Auto. Für so einen Zusammenstoß ist das Auto noch in einem guten Zustand. Wir werden es gründlich untersuchen können. Ja, aber wie gesagt, ich kenne jetzt die Rechtsgepflogenheiten in Amerika nicht so gut, aber das also für mich ist das erstmal ein stinknormaler Verkehr, also nicht stinknormal, aber doch eigentlich ein Verkehrsunfall, ne? Dass da das Federal Intelligence Bureau auftaucht, was ja immer ein Geheimdienst ist, ne? Oder? Ja, keine Ahnung. Ja gut, vielleicht ist der Tote irgendwie wichtig. Ein Betonstück. Der Schwung des Zusammenstoßes könnte das bis zum Bahnsteig geschleudert haben. Ja, aber auch das und das und das auch. Also, naja. Gut, wir haben ein Betonstück. Wir haben diesen Dings nicht mehr. Wir haben eine Taschenlampe, witzigerweise noch. Ziemlich schwer. Tja, sie trägt ja gern Ziegelstein und sowas mit sich rum. Warum nicht auch ein Betonstück? Ja, ist Patty jetzt aber beeindruckt, ne, dass wir auf der anderen Seite vom Trassierband stehen. Ne? Reden wir mal erstmal mit unserem FBI-Kollegen. Ist das Wang? Ich meine, es könnte Wang sein, ne? Labortechniker. Oh, nee. Wang, unser Labortechniker. Es ist Wang. Oh, nee. Ein örtlicher Polizist. Nein. Wir reden erst mit dem Polizisten. Ich werde ihn nicht stören. Aha. Können wir Wang stören? Wenn uns nochmal angräbt, kriegt er eine geschallert. Also echt. Dieser Typ. Ja, Unfall, was sonst? Wegen dem guten Kaffee sind wir sicher nicht hier. Hallo, Wang. Hey, vielleicht ist die Idee mit dem Abendessen gar nicht so schlecht. Haben Sie nicht Ihren Appetit verloren? Sie kennen die Geschichte über das zweite Frühstück in der Leichenhalle? Trotz allem bin ich froh, dass der Chef Sie hierher geschickt hat. Die Aufräumarbeiten nach solchen Unfällen beruhigen mich. Das war kein Unfall. Sichern Sie die Spuren. Sie haben Intuition. Ich habe Erfahrung. Ich werde mich etwas umsehen. Vielleicht ist Ihnen etwas in Gang. Das ist unmöglich. Bis dann, Wang. Tschüss. Tschüss. Was für ein Typ. Also, weiß nicht, wen hätte man denn nicht irgendwie sympathischer machen können? Also ich finde den jetzt nicht so sympathisch. Komm, wir, dafür klauen wir jetzt irgendwas aus der Kiste. Beutel für Beweisstücke. Kamera, Kiste. Die können wir nehmen. Wir können das... Besser nicht anfassen. Ja, was soll ich denn mit der Kiste? Besser nicht anfassen. Besser nicht anfassen.
Meinzigap, ja. Vielleicht haut er ja ab und dann können wir uns den Kram unter den Nagel reißen. Und er kriegt's vom Gehalt abgezogen. Das wäre doch mal eine Variante. Mal gucken, wie gesprächig der Polizeibeamte hier ist. Moment, erst mal angucken. Williams, ein örtlicher Polizist. Oh, der hat sogar einen Namen. Unfall. Gegend? Unfall. Was denken Sie darüber, Williams? Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe? Für den Techniker, der sich um die Schranke kümmert. Die letzte Wartung ist über einen Monat her. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken. Ich bin sicher, er verliert seine Stelle. Und ich hoffe, es passiert nichts Schlimmeres. Wie war sein Name? Ich weiß nicht mehr. Masters oder so etwas. Master, Disaster. Verdammt. Das ist Ihr Revier, nicht wahr? Das ist es. Und ich kann mich nicht beschweren. Es ist ruhig hier? Manchmal machen die Rocker etwas Krach. Aber das ist nicht weiter wild. Sie machen diese tote Gegend nur etwas lebendiger. Haben Sie hier in letzter Zeit irgendwelche Fremden gesehen? Nicht wirklich. Und der Barkeeper? Irgendwelche dubiosen Geschäfte? Nichts Großes. Er ist in Ordnung. Und dort hinter der Kreuzung? Irgendetwas Besonderes? Alte Lagerhäuser. Dort ist nichts los. Das ist für den Moment alles, Williams. Auf Wiedersehen. Hat man da nicht noch eine zweite Frageoption? Williams, ein örtlicher Polizist. Ich habe nichts zu diskutieren. Ach so, die Frage zu der Gegend hat er ja im Prinzip auch schon beantwortet. Hätte das vielleicht andersrum beantwortet. Ja gut, bleibt noch Patty, ne? Ah ne, der Zug. Gucken wir uns die Lokomotive noch an. Bevor wir mit Als die Lok auf den Bahnhof zufuhr, hat sie gebremst. Aber der Schwung hat gereicht, um jedes Hindernis zu zerschmettern. Ja. Ja, der Erkenntnisgewinn dieser Beobachtung hält sich ja in Grenzen. Also, Patty. Sagst du jetzt Patty oder eine junge Frau? Patty, eine nette Person. Die angeblich... Was studiert sie nochmal? Medizin, ne? Aber sie ist Friseurin. Ich muss mich da immer ein bisschen zügeln bei dem Begriff. Friseurin und Altenpflegerin irgendwie so im Nebenerwerb. Unfallende. Wie geht es Ihnen? Furchtbar. War das nicht der Journalist? Nein, ich glaube nicht. Gott sei Dank. Wenn ich daran denke, dass ich in dem Auto gewesen sein könnte. Sie waren auf dem Bahnsteig und haben nicht gesehen, was passiert ist? Ich bin auf der Bank da hinten eingenickt. Wissen Sie, die Drinks und die Musik. Ich bin erst aufgewacht, als ich den Knall gehört habe. Ich habe fast einen Herzanfall bekommen. Und Sie haben niemand anderen auf dem Bahnsteig gesehen? Nein, ich sehe mich immer gut um, bevor ich hierher komme. Aber dann sind Sie eingeschlafen. Das kommt vor. In Ordnung? Geben Sie dem Polizisten Ihre Personalien. Vielleicht müssen Sie später noch eine Aussage machen. Sie haben nicht erzählt, dass Sie von der Polizei sind. Bin ich nicht. Ich bin FBI-Agentin. Mann, ich habe eine Freundin beim FBI. Wir sind doch Freundin, oder? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Bis dann. Aber kommen Sie wieder. Ja. Ja, die Patty finde ich jetzt zum Beispiel sehr sympathisch, ne? Und ein bisschen schlichtes Gemüt, aber ja, wir können jetzt doch hier rumlaufen. Ich glaube, also mehr ist jetzt hier nicht, oder? Können wir mit ihm nochmal quasseln? Ich habe nichts zu diskutieren. Ja. Mit Wang haben wir auch nichts zu diskutieren. Also, mit dem anderen. Oder? Ich probiere es nochmal aus. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen konfus hier rumrenne. Ich werde ihn nicht stören. Und Wang? Neue Erkenntnisse? Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Ja, dann... Genau, versetzen wir sie doch mal wieder in den Sportmodus. Wir haben einen Mülleimer. Der ist neu. Dann gehen wir erstmal hier vorne auf die Bahnstrecke. Komm, schneller. Hier. Da liegt was auf dem Mülleimer.
Mülleimer. Kupferrohr. Gucken. Ein Kupferrohr. Ja. Also war das Ticket nicht für uns, sondern einfach nur sollte um 19 Uhr unsere Aufmerksamkeit eben auf diesem Bahnsteig ziehen, locken. Damit wir, ja, ich sag mal, diesen Mord beobachten konnten. Ne? Was ist mit dem Kupferrohr? Ein Kupferrohr, ziemlich leicht zu verbiegen. Sollten wir das tun? Das war aber eben noch nicht da. Ne, sonst ist ja nichts. Außer dem Bahnsteig. Ja, wir haben ja immer noch die Sache mit dem Gulli, ne? Hier ist nix. Also gehen wir mal hier runter. Ob wir den Typen der Kneipe nochmal befragen sollten? Wir können in die... Können wir ins Kino gehen? Ich glaub's nicht. Probieren wir mal aus. Aber jetzt sind wir hier näher dran. So nah sind wir doch eben nicht hier hingekommen. Bei der ersten Einstellung konnten wir gar nicht so nah ans Kino. Wir können hier wieder reingehen. Okay. Ich weiß ja nicht, was wir hier sollten, aber... Oder ich weiß es noch nicht. Was sind das hier? EYÖ? Toys and... Kendis? Egal. Das können wir hier nicht. Wir können auf die Straße laufen. Dann machen wir das mal. Wo geht's denn jetzt hin? Ach, sie kann nicht am Auto vorbeigehen. Wir gehen jetzt nochmal in die Kneipe. Ist nach wie vor der Müll. Gucken wir uns auch an. Es sieht so aus, als ob diese Motorräder ins Rutschen gekommen sind, als sie zur Bar abgebogen sind. Tja. Kino? Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Das Emperor Theater. Ja, ja. Da gibt's nichts Neues. Hier irgendwie auch nicht. Die Tür wird jetzt auch nicht offen sein. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, nach wie vor. Gut. Oder schlecht. Gehen wir mal in die Kneipe. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Oder klar, wir können ja noch zum Gullideckel, aber... allein, dass das Spiel uns die Möglichkeit gibt... Schon zu? 19 Uhr zugemacht. Aha. Ja, aber wir wissen ja, da kommen wir jetzt von hinten auch nicht wieder rein. Außer wir finden Brecheisen oder so. Ja gut, gehen wir zur Gasse. Das ist neu. Wir können in den Zug gehen. Nee, Oberseite der Schranke. Gucken wir uns die mal an. Die kennen wir noch nicht. Eine Spielkarte in der Schranke. Wie ist sie hierher gekommen? Ja, gut, wenn man die Beschreibung vom Spiel gelesen hat, weiß man ja, dass der Mörder Karten hinterlässt. Und das haben wir auch in der ersten Cutscene gesehen. Dass der Mörder eben an den Tatorten Karten hinterlässt. Herzbube. Ich sollte ein Bild davon machen. Der Ort, an dem das Beweisstück gefunden wurde, muss dokumentiert werden.
Okay, brauchen wir also die Kamera. Sonst noch was? Ach, da haben wir das Kamerasymbol. Ja, sehr interessant. Ja, wir haben noch hier unser Schränkchen, mit dem wir nicht so recht weiterkommen. Da haben wir jetzt auch keine. Ja, hier haben wir das Symbol. Das geht nicht. Das Symbol ist ein Hinweis. Genau. Und hier ein Griff. Die Kiste ist abgeschlossen. Was ist ein Griff? Aha, gut, dass es dran steht. Ja, mehr ist ja, glaube ich, nicht im Moment, ne? Der Gullideckel. Da ist was mit diesem Kupferrohr veranstaltet. Ich habe eigentlich gedacht, dieser Hebel, den wir da im Kino gefunden haben, aber. Ja, aber irgendwie bin ich natürlich froh, ne, dass das Spiel nicht so linear arbeitet, ne, wie ich dann denke. Ne? Also, sondern sich tatsächlich, ja, da was Neues einfallen lässt. Das geht. Und jetzt? Ja, klar. Also er geht da rein. Und jetzt? Sieht ein bisschen aus wie eine Sonnenuhr, ne? Oder? Also es ist schon ein sehr merkwürdiger Deckel, der da liegt. Und Rohr. Wir können es nur da reinstecken und mehr. Das passt nicht. Was haben wir denn hier noch? Wir können das Rohr rein und rausstecken. Können wir den Bolzen da irgendwie... Da wird nichts passieren. Nee. Können wir damit was machen? Was haben wir getan? Haben wir das... Wir haben draufgehauen. Okay. Ja. Gut. Und jetzt... Ein deformiertes Kupferrohr. Genau. Und jetzt... Haben wir ein deformiertes Kupfer. Jetzt hat ein Ende des Rohrs die richtige Form. Aha. Gut, haben uns irgendwie ein Werkzeug gebastelt. Und damit... können wir damit jetzt... Nee, damit können wir jetzt gar nichts mehr machen. So ein viereckiges. Ich habe gedacht, wir machen das Ding da auf. Ja, wieso geht denn das jetzt nicht mehr da rein? Jetzt haben wir so ein Vierkantrohr. Vierkanteisen irgendwie. Oder Vierkantkupfer. Ob der jetzt für den Kasten hier passt, ne? Oh. Ja, die haben ja meistens gar keine richtigen Schlösser, sondern nur solche Vierkant, also in den Zügen, glaube ich. Ne? Das sind immer nur solche Vierkantschlösser. Wir haben es offen und wir sehen eine tote Ratte. Ein Zeitungsausschnitt. Wir auch Fotos machen. Okay. Zuerst sollte ich Fotos vom Beweisstück schießen. Ja, okay. Also, dann wissen wir, was zu tun ist. Wir müssen Wang die Kamera stibitzen. Besser nicht anfassen. Besser nicht anfassen. Muss ich den jetzt um Erlaubnis fragen, oder wie? Wo stehen wir eigentlich in der Hierarchie? Über oder unter ihm?
Ja. Spuren. Ende. Ja, wir müssen die Spuren dokumentieren, Wang. Und, bei der nächsten dummen Anmache, macht er Bekanntschaft mit dem Kupferrohr. Das wird's leider nicht dabei Wang. Haben. Haben Sie etwas gefunden? Was war denn das jetzt? Wird jetzt so richtig gequengelt? Ja, wir haben Beweisstücke gefunden. Ich denke schon. Ich plage mich hier ab und Sie machen die Entdeckungen. Sie werden das Lob sowieso bekommen. Ich bin immer noch im Urlaub. Ich nehme die Kamera mit. Das machen Sie wohl besser. Bis dann, Wang. Tschüss. Tschüss. Was war denn das eben, dieses Wang, dieses Gequengel? So, zack, was haben wir hier noch? Was ist das? Das geht nicht. Das passt nicht. Ja, ich... Das geht nicht. Es ist gut. Ich habe jetzt diese Beweisbeutel. Beutel für Beweisstücke. Eine gewöhnliche Kamera, die sich eignet, Tatorte zu dokumentieren. Eine Nuki Pro 4. Mhm. Ja. Eine Nuki Pro 4, ja. Gucken wir mal, wie gut die so Bilder macht. Verkehrt oder richtig? Ich weiß es nicht. Wir fangen mal hier an. Bei unserer Spielkarte. Herzbube. Kamera. Ha. Ich sollte ein Bild davon machen. Ja, haben wir doch gemacht. Eine gewöhnliche Kamera, die sich... da unten liegt jetzt ein Bild drunter. Ne? Jetzt sag bitte nicht, wir können uns die hier noch anschauen. Nee, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Ja, vor allem warum? Mal ganz ehrlich. Ich sollte ein Bild davon machen. Haben wir gemacht. Das Beweisstück muss gesichert werden. Ja, was machen wir dann mit der Tüte hier, oder? Ich glaube, ich sollte zum Kino zurückkehren und die Spuren sichern. Stimmt, hat man da nicht auch ein Kamerasymbol irgendwo gehabt? Bei dem Sitzplan gab es doch ein Kamerasymbol, oder? Also müssen wir doch nochmal ins Kino. Clever, clever. Gehen wir mal hier hin. Ich gucke mir jetzt mal die Karte an. Ja, diese Spielkarte kann als Beweisstück dienen. Und ich bin sicher, es handelt sich um einen vorsätzlichen Mord. Komisch, ne? Wie hier der... Ich sollte das Beweisstück nicht mit bloßen Händen anfassen. Ja, tun wir auch nicht. Ich sollte das Beweisstück nicht mit bloßen Händen anfassen. Sieht gar nicht aus wie so ein Herzbube, aber gut. Vor allem sieht es nicht nach so einem amerikanischen... Ja, diese Spielkarte kann als Beweisstück dienen. Und ich bin sicher, es handelt sich um einen vorsätzlichen Mord. Sieht nicht nach so einem amerikanischen Deck irgendwie aus. Dann mach mal auf. Und... Showtime. Kamera. Eine gewöhnliche Kamera, die sich eignet, Tatorte zu dokumentieren. Da liegen jetzt zwei Fotos unten drunter. Okay. Dann... Ich sollte das Beweisstück dem Techniker übergeben. Das oben muss man noch fotografieren, ne? Ach, das war dann noch das Zeichen, was wir da fotografieren müssen, ne? Es geht nicht um den Sitzplan, sondern um das Zeichen. Eine gewöhnliche Kamera, die sich... Ja, drei Fotos, ne? Okay, und...
Was steht hier auf? Der Zeitungsausschnitt wird sicher wieder was mit uns zu tun haben, ein oder? Ein Monate alter Zeitungsausschnitt. Der Artikel ist über einen Mord. Nein, hat nichts mit uns zu tun. Body found on the street. Also lag jemand tot einfach auf der Straße rum. Ja, vielleicht gehört das auch zu dieser Serie, zu der Spielkartenserie, ne? Cards of Destiny. Na, die Ratte ist nicht von Interesse. Gehen wir nochmal ins Kino. Deswegen können wir da noch rein. Hier irgendwas? Nö. Hier gab es noch so ein Fotosymbol, ne? Wenn du. Ja, da war noch was. Gab es noch mehr Fotosymbole hier? Nee. Oder? Müssen wir hier nochmal durchgucken und irgendwelche Spuren sichern? Hier vielleicht? Es sieht so aus, als ob. Ja, das wissen wir ja schon. Dieses Kino wollte ich ja eigentlich verdrängen, ne? Gehen wir mal hier hin. Müssen wir vielleicht den Platz noch fotografieren, den wir. Ah, nein, bleib mal da. Nee, wir kriegen diese Ansicht jetzt gar nicht, ne? Oder? Doch, kriegen wir wieder. Das war 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Der war das, ne? Oder? Ich habe schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich habe schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Na gut. Dann bin ich ja beruhigt. Gibt es hier noch irgendwas, was wir dokumentieren müssen? Nee. Macht ja so auch keinen Sinn, ne? Vielleicht die Hülle, ne, wo unser Name drauf stand, das wäre, ist ja im Prinzip auch noch ein Beweisstück. Also die Hülle von dem Film. Aber die ist ja irgendwie auch verschwunden, ne? Diese Container wurden wahrscheinlich für den Transport der Filme verwendet. Ja, ne? Und hier? Nee, nix. Jetzt laufen wir schon wieder herum. Ja, ich denke, das war's auch, ne? Ich kann mich an kein anderes Symbol erinnern. Der Verstärker. Nee. Hier noch irgendwas. Geschafft. Jetzt können wir es rausnehmen. Beim letzten Mal wollte sie ja nicht. Eine Rolle mit einem zurückgespulten Film. Richtig. Auch ein Beweisstück, ne? Und hier? Nö. Ja.
Ich werde mir den Film nicht noch einmal ansehen. Ist ja auch nicht drin. Dann haben wir das. Haben wir sonst noch irgendwas im Beweisstück? Nee, ne? Wir gehen, wo wir aber gerade hier sind, können wir nochmal schnell gucken, was, ob sich da hinten was verändert hat. Nö, ne? Unglücklicherweise hat jemand das Fenster geschlossen. Ja, wenn er die Kneipe zumacht, dann ist ja klar, dass er vorher nochmal die Toiletten kontrolliert. Ja, bin mal gespannt, was Wang zu unserer Ausbeute sagt. Ne, ihm sollen wir den ganzen Krempel ja bringen. Was wir dann natürlich auch machen werden. Ne? Wir haben ja Urlaub, soll der sich damit rumschlagen. Aber gut, aber im Prinzip ist es ja unser Fall. Ne? Vielleicht hat Patty noch was zu sagen. Ne? Ich kann im Moment nicht reden. Ah, das ist gut. Wang, musst du die Kamera wieder zurückgeben? Nö, ne? Behalten wir einfach mal. Oder? Oh, tatsächlich, wir können es zurücklegen. Ist ja cool. Können wir mit dem mal reden jetzt mittlerweile? Ich werde ihn nicht stören. Tja, dann tun wir das nicht. Ja, dann bin ich mal gespannt, was Wang sagt. Außer einer komischen Anmache natürlich. Spielkarte, Zeitung. Aber der Film nicht. Sehen Sie, was ich hier habe. Eine Spielkarte? Wo haben Sie sie gefunden? Sie steckte in der Schranke. Rückgabe? Ich habe einen Zeitungsausschnitt gefunden. Was steht drin? Etwas über einen Mord vor einem Monat. Und soll das etwa interessant sein? Er ist irgendwie Zusammenhänge deuten ist nicht so seine Stärke, oder? Rückgabe. Haben Sie alles zurückgebracht? Ja, die Kamera ist in der Kiste. Beweisstück. Haben Sie das Beweisstück? Hier ist es. Bis dann, Wang. Tschüss. Tschüss. Naja, wenn sie im Büro für seinen Geburtstag sammeln, werde ich nichts dazugeben. Und wir haben nur noch die Taschenlampe. Wir sind mal wieder vollkommen ausgeplündert. Der hat alles. Der hat die Fahrkarte. Ja, alles hat er jetzt von uns. Die Fahrkarte, die Spielkarte, der Zeitungsausschnitt, den Film, hat man sonst noch, die Glühlampe, alles. Und der Bolzen. Tja, und jetzt? Jetzt stehe ich so ein bisschen am Schlauch. Ich werde ihn nicht stören. Kann ich ihm jetzt die Kamera klauen? Nee, damit geht nichts mehr. Nö. Bang? Ich habe gerade nichts zu dir. Ich habe nichts zu diskutieren. Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Irgendwie fehlt mir so ein. Vielleicht was Patty war's. Rückweg nach Hause. Ach, wir sind mit dem Auto gekommen. Wir können sie ja mitnehmen. Der Zug wird sich ja noch ein bisschen verspäten. Entschuldigung. Ja,
dann ist das wohl der Exit hier aus diesem Rätselkomplex. Sie sind also noch nicht nach Hause gegangen? Das hatte ich gerade vor. Wo wohnen Sie? In Jersey. In Ordnung, da muss ich auch hin. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Klasse, danke. Unser kleines Labor. Ziemlich gut ausgestattet. Ja, wir sind einen Tag weiter. Und FBI-Labor. Ja, und ich würde sagen, hier können wir dann einen Cut setzen. Ne? Wir haben die Geheimnisse der Blake Avenue, des Kinos gelöst. Wir wissen jetzt, dass der Mörder uns auserkoren hat, seine Morde zu beobachten. Irgendwie so scheint das ja zu sein. Ne? Und ja, was wir hier im Labor machen, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.